Punkt 2 ist, mich wundert es ein bisschen, dass jetzt so eine Aufregung herrscht über Missbrauchsfälle, Korruption, Machtmissbrauch im Innenministerium. Das hat es in der Großen Koalition immer gegeben. Erinnern wir uns zurück. Blecher, Innenminister, Skandal, Noricum, Lukona. Erinnern wir uns zurück? Innenminister Löschnack bei der Briefbombenaffäre. Entschuldige. Was war denn der erste Satz des Herrn Löschnack bei der Briefbombenaffäre? Die Spur führt zur FPÖ. Heute wissen wir, es war ein Einzeltäter mit sozialdemokratischem Milieu und Hintergrund. Einem, Ebergassing, Anschläge von Ebergassing. Auch hier wurde in eine politische Richtung ermittelt, die ganz klar ins rechte Lager gehen sollte und herausgestellt hat, ist, dass Linksextremisten waren. Und jetzt kommt ein qualitativer Unterschied im Jahr 2000 mit Übernahme des Innenministeriums durch den Innenminister Strasser, der übrigens auch in der Spitzl-Affäre, auch die möchte ich in Erinnerung rufen, damals ganz konkret sogar gegen seinen eigenen Koalitionspartner ermitteln ließ. Und es ist dabei nichts rausgekommen und wir haben damals große Konflikte gehabt. Aber es ist damals etwas passiert im Jahr 2001, nämlich Strasser hat dieses berühmte BIA gegründet, dieses Büro für innere Angelegenheiten. Und dieses BIA ist nichts anderes als die Geheimpolizei von dem schwarzen Innenminister Strasser gewesen. Und ich mache Frau Prokop keinen Vorwurf. Nicht nur, weil sie sich nicht wehren kann, sondern weil ich fest davon überzeugt bin, dass sie integer gehandelt hat. Nur sie hat es nicht einmal gewusst. Denn nach dem Wechsel von Strasser zu Prokop blieb dieselbe Entourage, dieselbe Büro-Entourage dort über, wo Leute drin gesessen sind, die dieses Ministerium zum beinharten Machtmissbrauch im Sinne der ÖVP verwendet haben. Und wissen Sie, und das ist das Interessante, woher die Leute alle kommen? Alle aus dem Machtzentrum, dem Gravitationszentrum der ÖVP, nämlich der niederösterreichischen ÖVP. Alle ganz, ganz eng mit dem niederösterreichischen Landeshauptmann Bröll, der da auch noch seine Rolle spielt, gemeinsam mit dem Herrn Karner, der damals Pressesprecher des Innenministers Strasser war und heute rechte Hand des Herrn Bröll ist. Das muss man sich schon genau anschauen, denn was diese Geheimpolizei, es gibt noch ärgere Ausdrücke, Stasi, Zuglubermann Schaap hat einige Beispiele gebracht, wo man nachspitzelt, nachschnüffelt, Politikern bis in den privaten Bereich, wo man in Kärnten, vom Kärntner Landeshauptmann abwärts 30 Privatpersonen telefonüberwachen ließ, sogar manche, denen es gar nicht gegolten hat. Ich habe da Unterlagen mit aus der BIA, wo sich die BIA entschuldigen musste, weil sie Personen überwacht hat, die gar nicht im Fokus gestanden sind. Was hier passiert, ist ein einzigartiger Machtmissbrauchsskandal. Und ich sage Ihnen, Herr Dr. Schüssel und auch dem Herrn Innenminister Platter, der ja sicherlich irgendwo sitzt und zuhört, schaffen es dieser Geheimpolizeiministerium ab. Die braucht man nicht. Das ist nicht notwendig. Wir haben in dem Land genügend hoheitliche Kontrollinstanzen. Wir haben das Parlament, wir haben den Rechnungshof, wir haben die Gerichte und wir haben die Staatsanwaltschaft. Wir brauchen keine Geheimpolizei im Innenministerium, die Menschen ausspioniert, die nachschnüffelt und die Unglaubliches von sich gegeben hat. Im Übrigen, Herr Fiedler, in Ihrem Beirat, würde ich mal ein bisschen genauer nachschauen, weil da sitzt unter anderem auch die BIA drinnen. Da sitzt aber nicht Herr, mein Beirat. Nein, ich sage Ihnen nur, es ist Ihr ich bin da immer sehr skeptisch, wenn sich eigene Institutionen gründen, Vereine, die für Kontrolle sorgen sollen. Ich bin der Meinung, dieses Land hat genügend Kontrolle, die BIA gehört abgeschafft und wissen Sie, was noch gescheit wäre? Es gibt nämlich eine dritte Möglichkeit. Ich brauche jetzt nicht eine große Kontrollkommission, die heute einberufen worden ist, wo wieder dieselben Leute drinnen sitzen, wo ja wieder Leute aus dem Innenministerium drinnen sitzen, die kontrollieren sollen. Warum geht man nicht her und sagt, wir wollen restlose Aufklärung? Daher laden wir ein und beauftragen wir ein ausländisches Institut zur Überprüfung. Meinetwegen das Deutsche Bundeskriminalamt, Scotland Yard. Oder andere Möglichkeiten, die es gibt, hier zu überprüfen. Das wäre echte Aufklärung. Aber nicht den Bock zum Gärtner machen und jene Leute hier kontrollieren lassen, die selbst als Beschuldigte oder als Verdächtige in dem Fall zumindest gelten. Und daher bin ich der Meinung, volle Aufklärung. Herr Glubermann-Schaap, ich erwarte mir schon, dass bei der Sondersitzung, und das ist bald, das ist übernächste Woche, Sie sich erinnern an Ihre Argumentation beim Eurofighter-Untersuchungsausschuss. Dort haben Sie nämlich nicht lang gewartet auf irgendwelche Ergebnisse, sondern dort war Ihre Argumentation völlig klar. Es muss die politische Verantwortung geklärt werden und es gibt auch eine rechtliche Verantwortung, die soll die Gerichte klären. In dem Fall ist genau das Gleiche. Das heißt, stimmen Sie zu mit der Opposition für einen Untersuchungsausschuss, denn ich habe Heidinger selbst im Innenausschuss erlebt. Im Gegensatz von allen anderen war ich im Innenausschuss drin. Immer. Und das war eine hohe Glaubwürdigkeit des Herrn Heidinger, okay, die er dort an den Tag gelegt hat. Du hast die erste Runde abgeschlossen. Viele Fragen. Ja.